Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Spot, um ein bisschen Kajak zu fahren. Ich bin ja jetzt immer auf der Wakenitz unterwegs gewesen, Ratzeburger See und so, und habe einfach mal ein bisschen was Neues gesucht und bin da auf eine Seite. Ich gucke mal, dass ich sie verlinke in den Beschreibungen. Ich glaube, Sub Online oder so, das heißt das. Also auf jeden Fall ist das eine Seite, wo man eine Karte hat, wo man sieht, wo Leute auch mit einem Sub eben rein können, aber gleichzeitig natürlich auch mit einem Kajak, ganz klar. So, und jetzt bin ich hier in Kleinwesenberg. Kleinwesenberg ist in der Nähe von Rheinfeld, also zwischen Hamburg und Lübeck. Und hier ist die Trave. Und die Trave ist ein kleiner Fluss in Schleswig-Holstein, oder eigentlich fast ein großer Fluss. Und hier gibt es eben jetzt die Möglichkeit, das Kajak reinzulassen. Und zwar ist es so ein Schwimmponton, sag ich mal. Wenn man jetzt hier mal guckt, man hat jetzt hier die Trave. Oh mein Gott. Eieieiei. Das wird spannend auf jeden Fall, hier lang zu laufen. Weil ich bin noch nie auf so einem Schwimmponton oder wie es heißt gewesen. Und jetzt bin ich hier. Das heißt, hier haben wir den Ponton, Wasser, Trave. Und das geht jetzt quasi einmal hier in die Richtung. Ja, grob Richtung Oldesloe, Hamburg sein. Und wenn wir einmal weiter rüberschauen, geht es hier Richtung Lübeck sozusagen. Ich bin dann quasi jetzt hier unterwegs, dass ich eine Runde fahren kann. Das Gewässer ist sehr ruhig. Wir haben heute auch recht gutes Wetter mit ca. 15 Grad. Das heißt also, wir können jetzt hier relativ entspannt loslegen. Ich will mal gucken, wie das ist. Ich hole erstmal meinen Kajak raus, baue es ein bisschen zusammen und dann schauen wir mal. Ja, man sollte es auch richtig ummachen. Wird spannend. Ich bin hier auf der Travia unterwegs und das ist eigentlich ein relativ ruhiges Gewässer, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall nichts los, das ist eine, außer viele Mücken. Ich habe meine Handschuhe dummerweise vergessen. Aufgefallen ist es mir, als ich im Kajak saß. Naja, von dem Ding, was auf jeden Fall im Wasser liegt, wo man drauf einsteigt, von dem Steg im Wasser. Und dann dachte ich, nee, jetzt steige ich nicht mehr ab. Die Wakenitz hat so gar keine Strömung irgendwie gefühlt. Und hier ist es, wenn ich mich nur einmal schräg quasi mit dem Boot lege, weil ich Kurven fahre, drückt das mich zurück. Wird es den einen oder anderen geben, der sagt, naja, ist ja wohl klar. Ja, ich weiß, ist natürlich klar. Aber es fällt mir nur mal gerade auf. Ach Gott. Also bis jetzt kann ich sagen, ist die Trave schön zu fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ne? Hier sind nur Mücken unterwegs. Das macht so keinen Spaß dadurch. Also es ist geil, es macht schon Spaß. Aber irgendwie ist das so dieses, ey, ich habe nächste Woche so viele Termine, wo ich dann nicht so zugestochen rumstehen kann. Hätte ich mal Mückenspray mitgenommen. Ein Entchen. Und das ist. Es ist aber schon, finde ich, wieder einfach faszinierend, hier über das Wasser zu fahren. Leute, wo geht ihr denn eigentlich? Kajaken oder Suppen vielleicht? Das. Weil da kann man ja im Endeffekt auch mit dem Kajak dann langfahren. Ein Reh. Ich finde, durch das Kajak kommst du halt viel mehr irgendwie in die Natur rein. Ne? Man ist ja aus dem Auto heraus, sieht man natürlich auch schöne Landschaft. Aber ich finde halt, um sagen zu können, man ist da gewesen, muss man halt einmal rausgestiegen sein und sich irgendwas angeguckt haben. Also jetzt nicht zwingend irgendwas angeguckt im Sinne von, ich musste eine Tour gemacht haben. Aber generell mal so, ne, einfach da gewesen sein, so das Ganze gerochen und erlebt zu haben. Gerochen klingt auch komisch. Man ist halt so mittendrin. Naja. Ich fahre jetzt hier noch eine Runde. Es dreht mich einfach gerade um 180 Grad. Digga, was ist denn? Eieiei. Das ist richtig doll. Ja, man sollte Wasser halt nicht unterschätzen. So, merke, das nächste Mal auf die Strömung achten. Wobei, wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, am Anfang gegen die Strömung zu fahren. Dann kann man zum Ende hin nämlich sich schön treiben lassen. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich fahre hier mal noch eine Runde. Lasst ein Like, Kommentar und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und es kostet alles natürlich nichts. Na gut. Bis bald, ne? Ciao.